Aufnahme mit Dr. Josef Burg, Jerusalem, 27. Jänner. Heute ist der 27. Januar? Nein. Ein wichtiger Tag. Ja, das war Kaisers Geburtstag und da haben wir noch schulfrei gehabt, so. Bis 1918. Also Dr. Burg, vielleicht fangen wir mal an mit einem ganz kurzen Lebenslauf, damit wir... Wir wollen eine kurze Beschreibung des Lebenslaufs, ja. Weil der Lebenslauf als solcher Gott sei Dank nicht zu kurz war und ja, hoffentlich eben. Noch ein bisschen weitergeht. Ich bin also jetzt im Monolog. Ja. Ich bin am 31. Januar 1909, früh 6.30 Uhr in Dresden geboren. Ich habe dieses Datum gehört und außerdem hat es mein Vater in seine Bibel eingeschrieben, nach gutem jüdischen Brauch, dass solche Dinge, wichtige Data, die zum Leben und zum Ableben gehören, in der Bibel verschrieben sind. Vorausgesetzt natürlich ist, dass die Bibel jede Woche betrachtet wird. Meine Eltern kamen aus dem damaligen Galizien, heute Westukraine, mein Vater war Weinhändler. Meine Erziehung ging in zwei Gleisen vonstatten. Das eine war die allgemeine Bildung und Erziehung und das Schulcurriculum. Das andere war das Jüdische. Ich gebe beide. Im Allgemeinen, ich lernte in der Bürgerschule. Ich bin in die Schule gekommen 1915, also das war nach Deutschland im Krieg. Ich hatte eine große Zuckertüte. Auf dieser gaben sich Kaiser Franz Josef und Kaiser Wilhelm die Hand. Und ich lernte in der Bürgerschule, nicht in der Volksschule, das war mehr für das Proletariat. Bürgerschule war schon ein bisschen mit Anführungsstrichen für bessere Menschen. Und dann lernte ich, und dann nach 4 Klassen Bürgerschule, das später Volksschule wurde, demokratisiert und gleichgestellt, nicht gleichgeschaltet, ging ich über in das Wettiner Gymnasium, das ein besonderer Typ war von Reform-Real-Gymnasium. Das heißt, 9 Jahre Französisch, 6 Jahre Lateinisch, 4 Jahre Englisch, wahlfrei Griechisch lernte ich auch. Meine Zensuren waren im Abitur 2, das galt als gut, und 2a, das galt als besser, und 1b, das galt als sehr gut. Ich hatte die 1b, das erscheint nachher noch einmal, in philosophischer Propädeutik, heute würden wir das Staatsbürgerkunde und dergleichen nennen, in Deutsch, in Geografie und in Geschichte. Ich lernte also im Wettiner Gymnasium, das nach dem Königshaus Wettin, das Königshaus von Sachsen war, und beendete das 1928. Ich mache jetzt eine kleine Pause, gehe über in das andere Gleis und komme dann wieder, wo beide Gleise sich miteinander vereinen, ohne zu einer Kollision, zu einem Zusammenstoß zu führen. Ja. Mein Vater war Weinreisender, dann Weingroßhandlung, Aburg und Company. Wir wohnten auf der, bin geboren auf der Neue Gasse, meine Schwester auf der Drehgasse, später, 2 Jahre später. Wir wohnten Steinstraße, dann wohnten wir Serrestraße, Weingroßhandlung Burg und Company, Serrestraße 2, Telefon 20672. Ich gebe das an, denn ja. Bei meinem letzten Besuch in Dresden haben wir unsere Telefonnummer im Telefonbuch vom Jahre 1932 gefunden. Von dieser Wohnung, Dresden, Serrestraße 2, ging meine Mutter in das jüdische Altersheim auf der Eliasstraße, glaube ich, wurde dann von dort verschickt nach einem jüdischen Altersheim im Schwarzwald, nicht weit von der Schweizer Grenze, und von dort wieder abtransportiert nach einem Transport nach Theresienstadt, wo sie eines sozusagen sogenannten natürlichen Todes gestorben ist, an Typhus. Ja. Ich weiß darüber Bescheid, wegen einer interessanten Sache, die ich jetzt sage, die irgendwie nachher auch später eingesetzt werden kann. Hängt davon ab, wie sie
diese also, nicht kurze, kurze Biografie aufbauen. Ja, ja, aber sprechen Sie ganz frei, weil wir das ist so eine ganz die einzige Bedingung, die ich habe, ja. Dass Sie mir diesen, eine Kopie von dem ja, Tape ja, mal bekommen, geben. Ja, das bekommen. Ja. Anstelle von Honorar. Das bekommen. Natürlich. Da ich schon mit meiner Mutter jetzt eben nach der Riesenstadt gekommen bin, in der Erzählung, ja. ich habe sie zuletzt gesehen, im Juli 1939, ich kam nach Berlin, ich fuhr von dort zum Zionistischen Kongress nach Genève, sie sagte, du komm nicht zurück, ich bin alt, was mit mir passieren wird, wird passieren, du komm nicht zurück. Nach dem Krieg, 1943 heiratete ich. Ich komme dann zurück nach Dresden und mein Curriculum. 1943 heiratete ich Rivka, die Tochter des aschkenasischen Oberrabbiners in Hebron, Rav Jakob Yosef Slonim, ein Spross der berühmten chassidischen Rabbi-Dynastie von Lubavitch, siebte, achte Generation geboren in Israel, in Hebron. Und dann wurde uns eine Tochter geboren und wir wussten nicht, ob meine Mutter lebt oder nicht. Meine Mutter hieß Zivia. So gab ich meiner Tochter den Namen Zvia. Es ist dasselbe und nicht genau dasselbe. Die Mutter lebt, dann ist das Zvia. Die Mutter lebt nicht, dann ist die Tochter Zivia. Nach dem Krieg, ich war inzwischen Lehrer am Herzl-Gymnasium, zu jener Zeit der einzige Jecke. War noch ein jäckischer, Sie wollen ja das wissen, Turnlehrer, Attermann oder was. Bekam ich einen Brief aus Pressburg, Bratislava. Ich lese in der Mizrachi-Zeitung, schreibt die Dame, dass sie, ein Dr. Burg, sehr aktiv ist in der Mizrachi-Bewegung in Israel, in Palästina, ja. Sind Sie der Dr. Burg, der ein Madrich meiner Schwester Ruth Schustermann in Berlin war? Und sind Sie der Dr. Burg, der dann mit seinem Freund Ivi Eisner bei uns in Prag, Brumlik haben wir damals geheißen, war? Dann habe ich ihm mitzuteilen, ich war in derselben Zelle wie Ihre Mutter in Theresienstadt. Ihre Mutter ist an Typhus gestorben. Ihre Mutter hat sich die eigenen Tachrichim mitgebracht, Dresden, Schwarzwald, Theresienstadt. Sie ist und hat mir vor ihrem Tod ihr Schabbeskleid gegeben. Diese Frau lebt heute in Jerusalem. So. Noch? Ja. Sie lebt noch in Jerusalem? Ja, wohl. Ja. Ich gehe zurück ja, zu meiner Bildung. Ja, die allgemeine Bildung ist Bürgerschule, Bettina Gymnasium, Punkt. Jetzt ist mein Vater, ein gesetzestreuer Jude, schon mehr Schabbat, nie am Schabbat gearbeitet, sorgte sich um die jüdische Erziehung seines einzigen Sohnes Josef, das bin ich, Shlomo Yosef ben Avraham Burg. Ich habe noch ein Zeugnis irgendwo, dass ich am 7. Februar durch Beschneidung in das Judentum aufgenommen wurde. Ich nehme an, die jüdische Gemeinde gab diese Zeugnisse, damit man weiß, wie hoch Judi. Ja, das höre ich eigentlich das erste Mal, dass man so eine Zeugnis gehabt hat. Ja, das ist interessant. Ja, ich nehme an, dass das für echte Juden, die nicht aus einer Mische oder zweifelhaft, halachisch zweifelhaften Ehe kamen. Und deshalb gründete mein Vater eine Talmud Torah, in der er jahrelang der Vorstand war und für andere und das Gehalt also für die Lehre zusammenschnorte. Extra für den Sohn. Ich würde ihm sagen, das war vielleicht das Hauptmotiv. Er gründete dann auch Zire Mizrachi, eine junge Mizrachi, nationalreligiöse Bewegung. Der erste Beschluss war, ich war vielleicht 13, 14 Jahre alt, der erste Beschluss war, dass ich noch zu jung bin und deshalb nicht aufgenommen werden kann. Aber wie gesagt, Jugend ist ein Fehler, der sich von Tag zu Tag verkleinert. Dann wurde ich aufgenommen und schon im Alter von 15, 16
war ich ein Madrich im Zaire Mizrahi in Dresden und ich habe hier im Lande Chanichim oder Enkel Chanichim, geistige Enkelkinder, die noch im religiösen Kibbutz leben und dergleichen. Ja. Nun sind wir im Jahr 1928. Ich habe im Gymnasium meine guten Zensuren bekommen und bekomme sie nächsten Monat, übernächsten Monat und habe im jüdischen Studium in der Talmud Torah und auch bei Privat Melamdim, Privatlehrer, schon 3 Traktate des Talmuds beendet und auch verschiedene andere Sachen im jüdischen Wissen. Wann lernte man in dem Talmud Torah? Nachmittag? Nachmittag 2 Stunden, außerdem hatte ich Privatstunden. Jetzt, du machst das Matur, wie geht's weiter, was willst du machen? Wie alle Leute hatte ich mal einen Traum, Rechtsanwalt zu werden, das habe ich angegeben im Maturzeugnis. Manchmal dachte ich, wie ein Chemiker zu werden. Zum Schluss beschloss ich, und das war ein chalutzisch beeinflusster Beschluss, ich will Rabbiner werden. Mein Beruf soll ein Dienst am Volke sein. Und so, ich sitze in der Provinzstadt Dresden, eine Hauptstadt des Königreichs Sachsen gewesen, jetzt eine Hauptstadt der Republik Sachsen, aber im jüdischen Maximum 5000 Seelen, vielleicht noch etwas weniger. Ich will Rabbiner werden, natürlich orthodoxer Rabbiner. Aber was weiß ich in Dresden, was man wissen muss? Ich schreibe an das Rabbinerseminar in Berlin, möchte die Aufnahmebedingungen bekommen. Man schrieb mir. Interessiert Sie das alles? Ja, stundenlang haben wir nicht, aber doch, das ist interessant, weil das Leben in Deutschland, das jüdische Leben in Deutschland ist sehr interessant, ja. Ich schreibe, ich möchte die Aufnahmebedingungen haben, bekam sie zugeschickt. Was daran interessant war, war, dass zur Aufnahme am Rabbinerseminar 2 Vorbedingungen gegeben sein müssen. Die eine, dass man die Matura, das Abiturientenzeugnis hat, das heißt vollendet eine höhere Schule, das hatte ich demgemäß. Das andere, dass man ein mittelschweres Blatt Gemara Talmud lernen kann. Ich sitze in Dresden, ich weiß nicht, was ist mittelschwer. Was nicht schwer ist, weiß ich. Was schwer ist, weiß ich. Was ist mittelschwer? Heute verstehe ich, dass das eine Art war, um den Kandidaten für die Aufnahme zu prüfen. Mittel, ja, es geht noch, es geht nicht. Irgendwie, das war eine Klausel, die schützen und helfen sollte. Ja. Ich möchte da etwas fragen. Wir haben einige von unseren Interviewten, ja, haben über ihre Erziehung gesprochen, dass sie direkt von der Volksschule auf die Yeshiva gegangen sind und eigentlich nicht Abitur gemacht haben. Das sind Leute, die entweder nichts wissen oder die bösartig sind. Wer kann sowas gesagt haben? Ich war nie auf einer Yeshiva. Also nein, ich sage eben, die Leute, die direkt auf eine Yeshiva gegangen sind und also dann sind sie Rabbiner geworden irgendwie, aber nicht durch dieses Rabbinerseminar natürlich. Vollkommener Quatsch. Ja, also. Vollkommener Quatsch, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich die Zeugnis gebracht. Ich frage nur, weil ich habe doch keine. Ich verstehe nicht, wieso, das kann nur aus Unwissenheit sein oder aus schlechtem Willen. Aber ich gehe jetzt der Sache nach. Also ich bekomme die Aufnahmebedingungen, Abitur und mittelschweres Blatt Gemara. Jeder weiß, was heißt mittelschwer. Worauf ich an den Vorsitzenden des Dozentenkollegiums, Rabbiner Dr. Josef Wohlgemuth, geschrieben habe, ich weiß nicht hier in Dresden, was ist ein mittelschweres Blatt, und ich möchte gerne nach Berlin kommen, um von ihm geprüft zu werden, und je nach dem Resultat der Prüfung werde ich beschließen, ob ich zur richtigen Prüfung gehe oder nicht. Und er erlaubte mir das und ich fuhr nach Berlin. Jetzt erzähle ich was Nettes. Das Rabbinerseminar war Artilleriestraße 31, Berlin N24. Heute heißt diese Straße, heute im Januar 94, vielleicht schon geändert, Kurt-Tucholsky-Straße, der von der Weltbühne war. Ein linksgerichtetes, sehr intellektuelles Blatt. Er wohnte auch in der jüdischen Gegend,
Linienstraße 147. Ich habe mich erkundigt, wie kommt man auf die Linienstraße? Ich komme von Dresden zum Anhalter Bahnhof, nehme die Straßenbahn, ich glaube 62, und fahre dann bis zur Schönhauser Linienstraße. Schönhauser Allee, Linienstraße. Schönhauser Straße. Sicha und Linienstraße. Und ich hatte, das darf ich sagen, aber Sie können ja nachher kürzen, was Sie wollen, zu jener Zeit trug man Oberhemden, die vorne und hinten einen Einsatzknopf hatten, auf den ein steifer Kragen gesetzt werden kann. Da ich nun früh mit dem Schnellzug von Dresden nach Berlin fahre, dort mit der Straßenbahn, habe ich in meiner Reisetasche auch einen steifen Ersatzkragen gehabt. Und der Vorsatz war, ich gehe von der Straßenbahn bis in die Gegend des Hauses 147, gehe in eine Hausflur, wechsle den Kragen und komme mit einem sauberen Kragen an. Daraus können Sie auch lernen, was meine Erziehung war. Was tut Gott? Ich habe gedacht, ich gehe dort raus und dann Berlin, ich gehe da rein nach der Salinenstraße 200 sowieso, dort an der Ecke, bis 147, was kann sein, ein paar Blocks. Ich habe nicht gewusst, dass in Berlin ein ganz anderes Ding gab. Hier auf der einen Seite beginnt die Straße mit der Hausnummer 1, geht 2 Kilometer bis zur Hausnummer, sagen wir, 130, und dann geht hier rüber 140 und so weiter vorwärts. Und dann haben sie hier 200 sowieso, Nummer 1 vis-à-vis. Und ich gehe, es war ein heißer Tag, es war März, April, ein heißer Tag. Und es war sehr gut, dass sie den anderen Kragen mitgenommen hatte. Ich komme rein zu Dr. Wohlgemuth in seine Wohnung. Er sieht meine Zeugnisse, sagt, sehr gut. Sage ich, was ist so gut? Sagt er, Frau Bedeutig, Deutsch, Geschichte, wir brauchen Prediger. Worauf ich ihm sagte, ich möchte ein Pausig sein, das einer der religiöse Dezisionen geben kann. Sagt er, das sind keine Gegensätze. Dann stutzt er eine Sekunde und sagt, Sie kommen aus Dresden. Sag ich, ja, sagt er, da gibt es ja keine richtigen frommen Juden dort. Sag ich, wir sind ein kleiner Kreis. Aha. Dann stottert er ein bisschen und sagt, ja, wo kommen Ihre Eltern her? Marfi sagte, aus Galizien, Ostgalizien, ein großer Unterschied, also Ostgalizien. Und der macht so ein verstutztes Gesicht, frage ich ihn, was ist los? Sagt er, wissen Sie, die ungarischen Studenten, die wir haben, die werden immer Rabbiner. Aber die Galizianer lernen auf der Universität und wollen dann keine Rabbiner sein. Jedenfalls, er fand, dass ich genug weiß, um zur richtigen Prüfung zu gehen. Ich gehe zur richtigen Prüfung und bestand sie. Ja. Dann war der Tag so eingeteilt. Ganz früh, bis um 11, da am Rabbinerseminar. Nachher gehst du auf derselben Straße ein paar Minuten, Viertelstunde, und du lernst an der Universität. Und am Abend bist du wieder am Rabbinerseminar oder in der Jugendbewegung, in der chassidisch-sionistischen Jugendbewegung. Das ging so von 1928 bis 1921. War da ein Internat daheim, habe ich erzählt? Nein. Wir wohnten als Studenten in Privathäusern, alles orthodoxe Häuser, weil der Kaffee und das Frühstück für orthodox sein müssen. Und wie ich heute verstehe, weil man auch wissen wollte, wie benimmt sich der junge Mann. Sodass die orthodoxen Balabatim, die uns als Studenten hatten, manchmal auch 2 Studenten im selben Zimmer, die konnten dann einen Bericht abgeben, wann der junge Mann schlafen geht, wann er aufsteht, wann er nach Hause kommt und dergleichen. Das ist mein privater Verdacht, aber er stört mich nicht. Ja. Kann ich zurückfragen nach Dresden? Ja. Also, wie Sie sagten eben, war der orthodoxe jüdische Kreis klein in Dresden. Ja? Mhm. Das allgemeine jüdische Leben war schon assimiliert. Oh, sicher, sicher. Also, dann will ich Ihnen ein Bild der Dresdner Gemeinde geben, ganz, von meiner subjektiven Sicht hier betrachtet. Es gab in Dresden deutsche Juden und Ostjuden. Ja. Und in ganz Sachsen, also auch in Leipzig und in Chemnitz, gab es ein Wahlrecht zur jüdischen Gemeinde für jeden, der Steuern zahlte. Und die Steuern waren eine Kirchensteuer. Ja, die Prozentsatz von der Einkommensteuer,
Ja. Der hatte dann Wahlberechte. Aber ich gebe jetzt die Grundtatsachen und bin nicht exakt in den Einzeltatsachen, weil ich sie heute nicht mehr weiß. Ich gebe eine schematische Ziffer. 500 deutsche Juden wählen in den Gemeinderat 10 Vertreter. Und 1000 polnische Juden wählen in den Gemeinderat 5 Vertreter. Ja. Es ist nicht das Ideal der Demokratie, dass die Minorität eine Majorität in der Vertretung hat und umgekehrt, die Majorität hat nur eine Minoritätsvertretung. Der Gedanke war nicht, wie ich mit Nazi-Wörtern sagen würde, sich vor Überfremdung zu schützen, aber trotzdem die Gemeinde hat Güter, Grundstücke und dergleichen, damit nicht plötzlich Leute, die erst gestern angekommen sind, die über die Mehrheit haben und dann verfügen und verkaufen und so weiter. Und so weiter. Ja, aber im Allgemeinen. Wir als Zionisten in der jüdischen Volkspartei haben einen großen Kampf geführt, bis wir dann, vielleicht war Hitler schon da, durchgesetzt haben, gleiches Wahlrecht für alle Juden in der Gemeinde. Ja, wann eben die zionistische Bewegung im Allgemeinen in Dresden, wann fing sie an, wirklich tätig zu sein? Gut, also zunächst einmal muss ich so sagen, in der Höchstzeit, wenn es ein Maximum an Juden in Dresden gab, waren es vielleicht 5000 Seelen. Wir Ostjuden, ich habe fast nie deutsche Juden gesehen. Ja. Fast nie. Wir haben sich so. Im Gymnasium habe ich ein oder zwei kennengelernt, fast gar nicht. Fast nie gesehen. Der Rabbiner, der Oberrabbiner Dr. Jakob, glaube ich, Winter, war in der Slowakei geboren, vielleicht in Nitra, wenn ich mich nicht irre. Sehr arm, kam nach Deutschland, hat sich durchgehungert. Er hat mir einmal erzählt, er hat lateinische Privatstunden gegeben. Nachdem er einen Tag vorher diese Lektion selbst gelernt hat, hat er am nächsten Tag sie unterrichtet. Aber er war ein großer Wissenschaftler. Man sagt, einer seiner Verdienste, es war eine starke Reformrichtung in Dresden und sie wollten den Schabbes auf Sonntag verlegen, aber er hat das verhindert. Aber er war in der Synagoge, die gebaut wurde von dem berühmten Architekten Semper, der auch die Oper gebaut hat, die berühmte Dresdner Oper, die heute auch seine Ehren Semper Oper heißt. Er hat auch die, ich glaube, hat auch in Wien Schönbrunn etwas gebaut. Ja, und waren in dieser Synagoge. Waren zwei Synagogen? Also nein, das war die Hauptsynagoge. Mit einer Orgel, mit einem gemischten Chor. Und da seid ihr nicht hingegangen? Natürlich nicht. Wenn ich heute sage gemischter Chor, meint man in Israel Männer und Frauen zusammen. Ja. Nein, es war ein gemischter Chor, in der jüdische Damen und christliche Damen, die zusammen gesungen haben. Es war eine Orgel drinne. Der Orgelmeister war in Tschechisch ein böhmischer Jude, Fantel, F-A-N-T-L, der am Schabbes natürlich die Orgel gespielt hat. Und man erzählte bei uns den klassischen Witz, wie die christlichen Chor, die Damen, runtergehen und sagen, Jesus Maria, heute ist der Schmeiß voll nicht gut geworden. Das waren also die deutschen Juden oder auch Ostjuden, die schon zwei, drei Generationen waren. Das war in der großen Synagoge, da gingen wir nicht hin. Wir hatten Betstuben. Ich erinnere mich ganz dunkel, eine Betstube auf der Wettiner Straße in einem proletarischen Viertel, als meine Eltern nach Dresden kamen. Mein Vater und meine Mutter sind aus demselben Städtchen, Borodschani, neben Stanislau. Welches Jahr war das? Das muss gehen. Mein Vater ist geboren 80, meine Mutter 83, 18 kann man sagen. Und sie haben geheiratet, ich würde sagen 1903 oder sowas, in Böhmisch-Lipa, Český-Lipa, neben Bodenbach, Podmoklí, Prochranici. Ja. Verstehen Sie? Ja, ja. Über die Grenze gegangen. Weil dort die religiöse Heirat auch schon vom Staat anerkannt war. Während in Deutschland sie beim Standesamt eingetragen werden mussten und dann beim Rabbiner oder umgekehrt. Und dort war das alles dasselbe.
für ein paar polnische Juden, die heiraten wollten mit jüdischen Mädchen, hat mein Vater gefunden, Rabbiner Dr. Sager Osadger, ich glaube sein Sohn war in der Adassa, in einem Ort, der hieß Soborten, nicht weit von Teplitz-Schönau, und hat da mein Vater geholfen, wie er auch vielen ostjüdischen Brüdern geholfen hat, die auch als Erlaubnis zu bekommen. Also, jetzt. Noch nicht fertig. Also ganz dunkel erinnere ich mich an eine Betstube. Meine Eltern in den ersten Jahren war es sehr schwer. Meine Mutter, wenn sie zeichnen wollte, wie schwer die Lage war, sie wohnten in einer Wohnung ohne Vorhänge. Mhm. Ohne Vitrage, wie heißt das? Vitrage, ja. Ohne solche Vorhänge. Gardinen. Ja, ja, Gardinen. Ohne sowas. Gardinen, ja. So, ja, ja. Dann hatten wir eine größere Betstube Landhausstraße 13, dann hatten wir eine Betstube Schessergasse 2 oder 4. Wir hatten, als ich geboren wurde, zu meinem Bris, hat man zum ersten Mal einen orthodoxen Schaukelt gehabt, den mein Vater gebracht hatte. Ich erinnere mich im Krieg und nach dem Krieg, es gab nicht genug Juden und nicht genug koscher essende Juden. Da hat man, ich glaube, dass, wenn Sie das interessiert, dass ja, müssen Sie ja, entscheiden. Ja. Ich kann ja, auch über andere ja. Dinge sprechen. Ja, wir werden gleich weitergehen. Ja. Was Sie wollen. Ja. Ja, 82 Jahre, 85 ja. Jahre in 85 Minuten zu komprimieren, ja, ist sehr ja, schwer, ja. Aber ich bin noch nicht fertig. Ja. Ich erzähle jetzt eine interessante Sache. Ein oder zweimal wurde ein Ochs oder sowas geschächtet. Und es war nicht genug Parnasse für einen jüdischen Fleischer. Nachher waren natürlich schon zwei jüdische Fleischer da. Aber damals, im Krieg und nach dem Krieg, da gab es eine christliche Fleischerei mit einem besonderen Eischrank oder Eischrank, wo der Maschgiach kam, wo das geschächtete Fleisch reingelegt wurde. Zweimal in der Woche, zwei, drei Stunden Nachmittag, konnte man das koschere Fleisch kaufen. Da war der Maschgiach dort mit dem koscheren Messer und dergleichen. Sonst nicht, so war das. Ja, so. So. Ja. Ich möchte noch fragen, also. Ich bin noch nicht im Leben geendet, noch nicht in Leipzig gewesen. Nein, nein, Spaß. Einen Moment. Wir können doch eben diese so lange nicht machen, aber einige solche Punkte, die uns interessieren. Also, Sie waren ein jüdisches Kind in einer deutschen Schule und zwar. Ein Ost, doch ein. Und nicht am Schabbes geschrieben. Nicht am Schabbes geschrieben und orthodox und doch von Ostjuden, also nicht assimiliert. Hat trotzdem Geigenunterricht gehabt, ja. Klavierunterricht, aha. War im literarischen Kreis, ja, habe schwimmen gelernt, ja. Und so scharfet, was ihr wollt. Ja. Fußball gespielt in Bar Kochba. In Bar Kochba, ja. Wie war das Verhältnis mit den christlichen Mitschülern? Haben Sie nicht jüdische Freunde gehabt? Echte Freunde fast nicht. In der Schule korrekt. Ich habe nie Antisemitismus gemerkt bis 1928. Ich war körperlich sehr stark, sodass niemand mit mir Ringkampf machen wollte. Ich habe später in Leipzig auch sehr sitzen gelernt, aber ich rede noch vor dieser Zeit. Eine Saison war ich in, haben wir Blumen gesammelt und wissenschaftlich untersucht und eingeordnet mit einem Herbarium, wo die Blätter getrocknet wurden und dergleichen. Ich habe eine kurze Zeit, wo ich war befreundet, und ganz kurz, habe keine Impression auf mich hinterlassen, mit dem Sohn des Bürgermeisters in Klotzsche oder in Radebeul, wir spielten zusammen Geige. Ich habe regiert die Aufführung von Wilhelm Tell mit dem Apfel, der an einem unsichtbaren Faden war. Das habe ich regiert in der Klasse. Ja. Also, ich wurde also anerkannt als ein. Also Sie waren eigentlich angesehen von den Mitschülern und, ja, und freundlich. Und dann war ich auch eine Art Beichtvater, ja. Sodass sie mich riefen dann Kardinal. Aha. Ich war etwas mehr als die anderen. Ja. Das darf ich wohl sagen. Ja. Sie erwähnten 1928 als ein. Matura habe ich gemacht. Ja, aber Sie sagen eben eine antisemitische. Da haben Sie den Antisemitismus irgendwie gefühlt. War da ein Vor.
manchmal im Winter hat man Schneebälle bekommen, die mit einer Sonnentechnik präpariert wurden. Sie nehmen einen Stein, tun Schnee herum, halten es in der Hand, bis der Schnee heiß wird, dann sind sie treffsicher. Das haben wir manchmal bekommen. Ja, und das war also nicht so ein gewöhnliches. Aber nie was gemerkt. Junge. Nein, nie. Nein. Gut, also dann in Berlin waren Sie da schon. Ah, wenn Sie wollen, mein Deutschlehrer heißt Schommler. Interessanter Mann, er war der Einzige im Gymnasium, von dem man sagt, er sei Sozialdemokrat. Ja. Alle anderen Lehrer waren mehr rechts. Rechts, national, deutsche Volkspartei. Volkspartei. Und dann deutsch national, aber die haben uns das nicht gesagt. Alle mehr recht. Aber von niemandem habe ich Antisemitismus gefühlt. Aber ja, eine kleine Szene, manchmal gibt es, man sprach über tote Sprachen, worauf der Lehrer sagte Lateinisch, Griechisch und Hebräisch. Worauf ich sagte Hebräisch nicht. Worauf er sagte Hebräisch ja. Worauf ich sagte nein. Sagte wieso? Sag ich, ich spreche doch Hebräisch. Da wusste er nicht, was zu sagen. Aber das ist kein Akt von Antisemitismus. Naja, nein, das ist, ja. Oder wenn Schommler, dieser Lehrer, der Einzige, dem man nachgesagt hat, dass er Sozialdemokrat war, sein Vater hat nie die schwarz-weiß-rote Fahne herausgehängt, die Fahne, die im Deutschen Reich anerkannt wurde, nachdem am 18. Januar 1871 im Spiegel der Vasall von Versailles Bismarck die Gründung des Deutschen Reiches proklamiert hatte. Er hat nur die weiß-grüne sächsische Fahne ausgehängt. Und er hat das nie anerkannt. Dieser Schommler, zwei nette Sachen, hat mich sehr gerne gehabt, hat mich gerufen, hat gesagt, Buch, hören Sie zu. Ab Untersekunde, der er gab, sagt man Sie zu einem Schüler. Ja. Wie der Lehrer sagt, soll ich noch sagen, du Lümmel oder Sie unverschämter Kerl? Also sagt der Buch, Sie müssen verstehen, ich kann Ihnen als Einzigen nicht eins in Deutsch geben, ich gebe Ihnen 1b. Das ist noch nicht Antisemitismus. Nein, das ist. Er hat uns die besseren Schüler eingeladen zum Armbrot bei ihm. Und ich sitze da und plötzlich wird serviert so ein großer Aal. Ach. Das ist Frevel. Ja. Sag ich, ich darf das nicht essen. Sagt er, wieso? Man hat mir gesagt, Fisch. Ja, aber nur Fisch mit Schuppen. Ja. Aber das habe ich nie Antisemitismus gemerkt. Ja. Wieso denn? Mehr als das, ich war 10 oder 11 Jahre alt und wollte im Gymnasium nicht schreiben am Schabbat. Und musste zum Rektor gehen und sagte, wir können keinen Unterschied machen. Sag ich, aber jetzt war eine Revolution, ich war 11 Jahre, jetzt war eine Revolution und jede Religion hat ihr eigenes Recht. Und hat mir erlaubt, am Schabbat nicht zu schreiben. Ja. Wieso sind Sie zum Zionismus gekommen eigentlich? Mein Vater war, die Ostjuden mussten ja, wenn sie nicht in Frankfurt oder Aguda waren, mussten ja irgendwas sein. Ja. Sie konnten keine Assimilatoren sein. Sie konnten de facto Assimilanten sein. Wenn man Aguda war, ist man schon mitgekommen. Es gab ja in Dresden keine Aguda. In Dresden gab es nein, keine. Ich werde dann etwas erzählen, ja. Der Aguda. Haben wir Zeit noch? Wir haben Zeit. Ich habe noch einen Band, wenn Sie Zeit haben. Unbändig. Ja. Mein Vater war Mizrachi als Weltanschauung. Ich habe noch irgendwo eine Rechnung, wie er geschickt hat, Geld für Schkalim, für Schäkel, an Hermann Struck, den Maler und Zeichner. Ja. Der dann in Haifa gestorben ist. Ja. Eine Schäkelabrechnung. Ja. Ich habe noch irgendwo einen Zettel, wo er einlädt für eine Mizrachi-Versammlung. Er hat 1925 gebracht, Rav Glasner aus Klausenburg als Redner, Rav Werner, der dann in Natanja war, als Redner für den Mizrachi. Also der Zionismus ist schon mein Vater. Er hat die Mizrachi-Ortsgruppe gegründet und ich war hier in Mizrachi. Wir waren Zionisten in der Weltanschauung. Als solcher war ich 1927 noch Schüler in der Oberprima bei der ersten Zusammenkunft der Zion Mizrachi-Leute, die in Leipzig stattgefunden hat. Ein Sohn des Lehrers, der das organisiert hat in Leipzig, ist heute ein Arzt in Pipocholin. Und so weiter und so weiter. Und das war dann, als ich in Berlin kam, war ich sofort aktiv in der Mizrachi-Jugendgruppe.
Wir hatten zwei Gruppen, eine Berlin-Nord, mehr Ostjuden, eine Berlin-West, mehr deutsche Juden. Ah, deutsche Juden sind auch in den Migrationen. In Dresden gab es keine. Ja. Ich weiß nicht mal, ob es 10 echte Schomrisch habe, deutsche Juden gab. Deutsche Juden. Ich weiß nicht. Ein Ostjuden war mehr Schmirat Shabbat, ein Teil fiel ab, als sie 15, 16 wurden und dann als Verkäufer in den Warenhäusern ging, weil die Eltern brauchten 5, 6, 7, 8 Kinder und kein Beruf. Das ist eine tragische Sache, aber das gehört zum Gesamtbild nicht mehr. Fragen Sie Ihre Fragen. Ja. Theoretisch sind wir noch von 1928 auf dem Weg zum Rabbinerseminar und zur Universität in Berlin. Ja, also jetzt gehen wir weiter dort. Der Tag war so eingeteilt, die Frühstunden bis um 10, um 11 Rabbinerseminar. Talmud, Yoredeya, halachische Dings, Homiletik, wie man eine Predigt hält, Tanach, jüdische Geschichte, mit den guten Lehrern, die ich alle noch bis heute liebe und verehre. Ein Teil der Liebe war auch gegenseitig. Zuerst hat man von mir gelacht wegen meiner Aussprache, denn ich sprach Sächsisch. Schmal, Israel. Aber das, wenn ich kam zu einem anderen Kaber, der hat die Ausnahmen gesagt, Herr Dr. König, Ihr Sachse ist da. Und ich angefangen habe zu lesen, hat man etwas gelacht. Es hat sich beruhigt, diese Sache der Aussprache. Habe lange Jahre einen schweren Komplex gehabt wegen der sächsischen Aussprache. Als ich Hans-Dietrich Genscher 1972 zum ersten Mal sah, sagte ich, Herr Kollege, er war Innenminister, ich war Innenminister, sage ich, Herr Kollege, darf ich einen leichten sächsischen Akzent in Ihrer Aussprache entdecken? Ja. Aber er sagte, ja. Ja, ja. Und so weiter und so ja. weiter. Ich will noch in Dresden, darf ich noch verweilen? In ja, Dresden, ja. Wir hatten den Zira Mizrahi. Es gab den Jungjüdischen Wanderbund, der mehr der Mapai entsprach. Angefangen hat es die erste tunesische Bewegung mal blau-weiß. Ja. Das muss 1922 gewesen sein in Dresden. Von Berlin her beeinflusst, nicht von Prag oder Brünn her beeinflusst. Ja. War der deutsche blau-weiß? Ja, ja, natürlich. Der auch schon damals, lange vor Hitler, ein paar Leute nach Israel schickte. Wie viel kann ich Ihnen nicht sagen. Hat das jetzt irgendwo niedergelegt. Ja. Ich ging auch dahin, es gab nichts anderes. Mhm. Aber und die, ich hatte verließ sehr schnell aus einem einfachen Grunde. Sonntagvormittag ging man immer auf einen Ausflug und man macht eine Kommune der Sandwich. Mhm. Meine Sandwich sind koscher. Ja. Die wurden dann demokratisch verteilt. Verteilt. Ich kann keinen treffenden Sandwich nehmen und ich verließ den Blau-Weiß. Dann gründete mein Vater den Zierenwagen. Es gab ein paar Familien, deren Kinder Kommunisten waren. Mhm. Sind die Namen wesentlich oder nicht wesentlich? Nein. Ein oder zwei, einer hat vor 2 Jahren noch gelebt, ich habe mit ihm im Telefon gesprochen. Mhm. Einen habe ich erkannt, ich komme nach Prag 1963, wir sind am Flughafen. Unser Gesandter oder Plenipotentiär sagt, hier ist unser Chauffeur, ist ein intelligenter Mann, er hat Hebräisch gelernt. Das heißt, halt die Schnauze und rede nicht. Ja. Und plötzlich höre ich in Prag auf dem Flughafen Sächsisch. Ich sehe jemanden, sage, Rivka, den kenne ich. Den kenne ich. Rivka sagt, Klatsch, wir sind eben angekommen. Du weißt, wo wir sind, Prag. Ja. Dann lässt sich im Sinn. Ja. Rivka, lass, los ab. Und wie sie das noch sagt, gehe ich zu und sage, heißen Sie Dankner? Hans Dankner? Ja. Sage ich, Ihr Vater hat ein Geschäft gehabt, Siegelstraße 11 oder 13 und einen Schnurrbart? Ja. Wer sind Sie? Ich heiße Bo. Kenne ich nicht. Vielleicht haben Sie meinen Cousin gekannt, Weiner. Ich glaube ja. Wo kommen Sie her? Sag ich, ich komme jetzt aus Jerusalem. Ah, von da unten. Von da unten. Wo kommen Sie her? Ja, wir waren jetzt beim Ben Bella. Ach so. Die Gewerkschaftsorganisation. Ja. Und vor 3 Jahren habe ich mich interessiert für die Fluggesellschaft Interflug von der Deutschen Demokratischen Republik. Das Dresdner Büro war auf der Hans-Dankner-Straße. Ach so.
ob er noch existiert, weiß ich. Habe ich also auch die Kommunisten erwähnt, habe den Blau Weiß erwähnt, habe ich Zion Mizrachi erwähnt, die Talmud Torah. Einer der Schüler war diesen Schabbat, war es mit ihm zusammen, der existiert noch. Ja, also jetzt gehen wir. Noch Einfluss. Mein Großvater, der 1920 gestorben ist, vielleicht darf ich darüber etwas sagen. Bei uns zu Hause gab es ein paar jüdische Zeitungen, die uns die geistige Nahrung und die zionistischen und jüdischen Vitamine für Schabbat immer gab. Wir hatten das Hamburger Israel. Ich nehme an, das interessiert Sie. Ich weiß überhaupt nicht, was Sie wollen von mir. Sagen Sie, habt ihr zu Hause, habt ihr Jüdisch gesprochen? Nein. Deutsch? Ja, sicher. In der Familie? Ja. Hat nur man Deutsch kann gesprochen? Irgendeine Art Deutsch. Mein Vater kannte gut Deutsch, auch in Schrift und Wort, denn er hat in einer Baron-Hirsch-Schule gelernt. Mhm. Das war der Baron Hirsch aus Paris, der zwei jüdische Sachen gemacht hat. Er hat in Oskalitzin Schulen für deutsche Sprache und Kultur eingerichtet, wo mein Vater lernte. Und er hat in Argentinien die Pika. Ja. Das war der Gegensatz zu Baron Rothschild, der sein Geld hier gegeben hat. Ja. Also das ein Altdeutsch habt ihr gesprochen. Ja, das war mit Jüdisch etwas gewürzt. Gewürzt. Gewürzt, ja. Gut. Gewürzt. Da die Eltern aus Oskalitzin kamen, dort sprach man Deutsch. In Westgalitzin sprachen die Polnisch. Oskalitzin mehr Deutsch. Also wir hatten Folgendes. Wir hatten das Hamburger Israelitische Familienblatt, das eine breite Basis hatte, über die Gemeinden berichtete, Annoncen, Stellen, Schabbes frei, nicht zu arbeiten. Die Redaktion, das weiß ich auswendig, war auf der ABC-Straße. Hamburger Israelitische Familienblatt. Einer der letzten Redakteure war Israel Kalabach, die Birta Chonot Mariv hier. Sohn des Rabbiners Ephraim Kalabach, mein erster Direktor an der Israelitischen Realschule in Leipzig. Mhm. Aus der Rabbiner-Dynastie der Kalabachim. Ja. Einer war in Berlin, einer in Wien. Einer in Leipzig, einer in Köln. Ja. Vater in Lübeck. Ja, also Ihren Großvater haben wir gesehen. Ja, kommt darauf. Das war die eine Zeitung, wo Hamburg ist, und die Familienblatt. Das andere war die Aguda Zeitung der Israelit, Redaktion in Frankfurt am Main. Dort erschien 31, 32 ein Artikel von mir über die rote Assimilation. Danke. Über die rote Assimilation. Es erschien ein Buch von Otto Heller, Der Untergang des Judentums, der die ideologische Fundierung von Karl Marx nahm, wenn man den Kapitalismus abschafft, dann hat auch der Jude, dessen Gott der Mammon ist, nicht keine Funktion in der Gesellschaft. Und deshalb der Untergang des Judentums. Otto Heller schreibt das in der marxistischen Geist und große Reklame für die Robichan. Ja. Man braucht nicht Palästina, wo es heute so viele Arbeitslose gibt und so viele Araber. Das war, und dort habe ich einen schönen Artikel geschrieben, Überschrift, die rote Assimilation. Das war die Akuda Zeitung, dann hatten wir die jüdische Rundschau, die zionistische Zeitung. 1920 gab es Pogrome in der Ukraine und auch in diesem Teil von Galizien, der heute Westukraine ist. Am Sonntag Vormittag kamen immer die Landsleute zu uns nach Hause. Ja, da gab es das. Nun nimmst du eine neue. Nein, ich bin schon gleich zu Ende geht, ja. Sonntag kamen die Leute vormittags zu uns nach Hause, die Landsleute. Ein Stück Lekach ist noch gewesen von Schabbes. Ein Glas Wein gab es vom Vater von der Weingroßhandlung. Und man sprach, was kommt vom jüdischen Leben. Jeden Sonntag war die zionistische jüdische Rundschau, die Donnerstag, Freitag ankam, voll mit den Namen, Ortsnamen und Familiennamen, wo Petlura Pogrome gemacht hat. Itche Schreier steht am Fenster, wir kriegen dann noch ein PS dazu, Postrichtung, steht am Fenster, liest die Namen von Bohorodschani, wo die Leute getötet wurden und stoppt. Mein Vater zugegangen, hat es genommen, ist umgefallen und damals nie wieder aufgestanden. Da war der Name seines Sohnes. Und seiner Schwiegertochter, meine Tante, die schwanger war und deren Bauch aufgeschlitzt wurde.
so ist der Großvater gestorben. Der war, seit wann war er bei euch? Im Krieg sind sie geflüchtet bis nach Brünn und mein Vater hat sie rübergeholt. Ich werde noch was Nettes erzählen von meinem Großvater, aber auch von dem Schreier. Jetzt, voriges Jahr, Mai 93, war ich in Berlin. Man brachte mich Sonntagnachmittag zu einer Gruppe von Leuten aus Osteuropa und aus Ostdeutschland. Und da sagt man, hier ist einer aus Dresden. Sag ich, wie heißen Sie? Sagt der Schreier. Sag ich, Dresden gab es zwei Brüder, Wolf Schreier und Itzig Schreier. Ich bin der Sohn von Wolf Schreier. Sag ich, der war doch einer ein Kommunist? Ja, das war ich. Das habe ich jetzt im TV-Film. Ja. Erzähl mir etwas von meinem Großvater. Seite 2, Dr. Josef Burg. Also, wir gehen weiter, ja. Ich will etwas erzählen, mein Großvater hat einen Bart und Pays und hat auf mich einen großen Eindruck gemacht in den ganz wenigen Jahren, wo er da war. Eins der Worte, am 9.10. November 1918 ist unser König August weggegangen mit den berühmten historischen Worten, macht euren Dreck alleine, ja. König August von Sachsen. Und meine Mutter sagt, soll er gehen in Dreda rein, irgend so was Kräftiges. Und mein Großvater sagte, Kind leben, er sprach Jiddisch, ja. Kind leben, du weißt nicht, was sie sein, ein König und wären euch. Ja. Kind leben, nun. Ja, ja, es geht schon, ja. Kind leben, du weißt nicht, was sie sein, ein König und wären euch. Du machst dir regelmäßig ein paar Aspekte. Ja, ja. Ach, schau, was. Zionistische Eindrücke noch, ja. Vor 28. Vor 28, ja. Im Sommer fuhr man ein paar Mal nach Karlsbad, ja. Über die Grenze, Pochanice, ja. Über Eichwald, Zinnwald, Dub oder über Podnofli. Ja, ich habe diese Strecke vor 2 Jahren gemacht mit dem Wagen. Ja. Ja. Vom Fuß sind wir runter. Und beim Zionistischen Kongress 21 oder 22 hat mich mein Vater vorgestellt vor Bialik und Kostas. Emolenz. Papa kommt nach Hause und sagt, nächste Woche spricht Nachum Goldmann bei uns in Dresden. Ja. Nächste Woche wird sein Bär Locker. Bär Locker hat immer seine berühmten Geschichten. Und ein Mann, der das Judentum verlassen hat, hat das Berliner Tageblatt hat er noch. Den Weihnachtsbaum hat er noch und er hat noch Meurer Pfarrerhund. Das war Bär Locker, ja, so dass ich diese Leute, ja, von Ponemelponem gesehen habe. Es gab eine zionistische Vereinigung. Ich erinnere mich an John Levy, der war in einer Zigarettenfabrik, hat dann hier im Lande, war dann im Lande, auch in der Kasse Olé Europa. John Levy, Zionist. Ja, Juju Goldstein, Co-Repetitor an der Oper, der mit den Leuten Musik einstudiert hat, von dem habe ich auch die ersten jüdischen Lieder gehört, zusätzlich was meine Mutter gesungen hat. Meine Mutter hatte Shoshanas Yankoy. Meine Mutter hat ein Lied über das Programm in Kishinev 1903 und dann ein paar jüdische Volkslieder, das Talit und so weiter. Die wollen Sie doch jetzt nicht von mir hören. Nein. Das sind aber schön und wichtig. Ja. So dass ich sagen kann, ich habe nicht nur eine jüdische Erziehung bekommen, auch eine gut zionistische und eine ostjüdische Erziehung. Mit viel Nostalgie zu jener Zeit. Jetzt haben wir mehr oder weniger Dresden erledigt, wir gehen nach Berlin. Der Tag war eingebaut. Bis um 10 um 11 Talmud, jüdische Geschichte am Rabbinerseminar. Nachher Vorlesung an der Universität Berlin. Am späten Nachmittag wieder Rabbinerseminar und dann in der Jugendbewegung. Und ich bin auch in die Grenadierstraße gegangen, wo das jüdische Leben beinahe ghettohaft organisiert war. Ich saß in der Tschopkewa Close, das ist die Synagoge der Betzal der Tschopkewa Chassidim, Grenadierstraße 42. Und da waren Juden, dann wieder Chachamim und wir lernten zusammen ein paar Talmud und dergleichen. Meine Lehrer machten einen großen Einfluss auf mich, Dr. Josef Wohlgemuth, der 17 Jahre die Zeitschrift Die Schurun herausgegeben hat in Deutsch, sehr, sehr gelesen war in der deutschen Kultur,
Er sagte uns einmal, wissen Sie was, sagen Sie nicht, weil dass ich Ihnen das gesagt habe, aber gehen Sie ins Theater, damit Sie lernen, wie man spricht. Aha, wenn Sie Prediger waren, ja. Voilà. Dr. Wohlgemuth, ein Kulturmensch, ersten Ranges. Dr. Moses Auerbach, ein Tzaddik, der noch vor dem Ersten Weltkrieg ein Lehrer war hier in Gibera und der hier in Petah Tikva wieder nach dem Krieg war in Petah Tikva dann bis 1914 bei den Türken, aber bei uns, ja. Also Torah und dergleichen, war dann nach, in den 30, Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre wieder Direktor der Netzach Israel Schule in Petah Tikva. Was Sie von Ihrer Sache her interessiert, Mordechai Eliav hat herausgegeben die Briefe von Ezreel Hildesheimer, der 1873 das Rabbinerseminar in Berlin gegründet hat. Er hat herausgegeben Briefe, glaube ich, vom preußischen Konsulat oder vom deutschen Konsulat in Jaffa. Die erwähnen den Dr. Moses Auerbach, einen meiner Rebbes, dass er pro-deutsch gesinnt sei und ein sehr solider, vornehmer Mann ist. Sie müssen das ergänzen, sagen Sie das Ihrer Kollegin. Mein Rebbe war Dr. Weinberg, den ich im März 1939 zur Eisenbahnstation in Berlin gebracht habe und er fuhr nach Warschau, wo er dann im Ghetto beinahe umgekommen war, abtransportiert wurde in ein Lager und dort durch Rabbiner Botschke nach Montreux genommen wurde, nach dem Krieg. Mein anderer Rebbe, Dr. Shmuel HaKohen Greenberg, bei dem ich danach gelernt habe, bei dem ich auch die Rabbinatserlaubnis bekommen habe, von Weinberg habe ich das, aber nicht aus Montreux, sondern noch aus Berlin, schwarz auf weiß. Das heißt auf Hebräisch Jore, Jore, Yadin, Yadin. Jore, Jore heißt, er kann eine religiöse Entscheidung treffen. Yadin, Yadin, er kann auch in finanziellen Prozessen und dergleichen sein Urteil abgeben. Das habe ich von Weinberg und Grünberg und von Grünberg nochmal extra. Was haben Sie an der Universität studiert? Habe ich erwähnt, Grünberg hat mir dann 43 gute Geduschen gegeben. Ah, ja. Ich habe studiert zwischen Psychologie. 1928 habe ich angefangen bei Wolfgang Köhler, berühmter Psychologe, einer der ersten, die Versuche mit Menschenaffen gemacht haben, mit der Intelligenz der Menschenaffen. Altes Testament, Geschichte, mehr oder weniger das. In meiner Dissertation ist auch gegeben, was ich gelernt habe. Ja. Aber es wundert mich, dass jemand das aber von der Yeshiva gelernt hat, aber am Rabbinerseminar gelernt. 28 bis 31 und 35 bis 39 oder 38 November. Jetzt sind wir in Berlin. Ja, also. Ich bin aktiv. Ich bin aktiv in Zira Mizrahi. Ja. Ich lerne nach dieser Tagesordnung, die ich Ihnen gesagt habe. Habe mich an allen Tagungen der Jung-Mizrahi-Bewegung beteiligt. Wurde gewählt in die zentrale Organe. Jetzt gebe ich ein paar Ziffern. 1934 am Bundestag sprach ich zusammen mit Ernst Simon über die Lage des Judentums in unserer Situation. Ein Exemplar wurde in Deutschland gefunden bei der Gestapo von diesem Protokoll. Das stand auch gut und gründlich und interessant, was der Gestapo-Mann aufgeschrieben hatte. Ich glaube, ich habe die Fotokopie zu Hause. Also wenn Sie diese Dinge dann brauchen zum Buchen, ja, das können wir eventuell noch suchen. Das war 1934 beim Bundestag. Ich wurde dann in die Leitung des Zira Mizrahi gewählt. Wir hatten einen Bundestag. Und da waren Sie schon fertig mit Ihren Studien? Ja, ja, da habe ich meinen Doktor gemacht, 33, und das Staatsexamen für das höhere Lehramt 34 noch durchgerutscht. Ich habe gesagt, ich will ja an jüdischen Schulen tätig sein. Muss ich da ein Zeugnis haben? Ja. Ah, also 34 ging es noch. In der Staatsexamen in Sachsen. In Sachsen. Preußen vielleicht nicht. Staatsexamen für das höhere Lehramt. Das 32 war unser Bundestag in. Dann vielleicht noch sowas. 29, 30, ich kann mich irren, nur mein Jahr,
Also war ein Bundestag in Leipzig. Dort hatte ich eine große Diskussion mit Professor Ishaya Leibowitz. Ja, schon damals. Ja, schon damals. Er sagte, was ja. ich gesagt habe, ist Unsinn, der auf keine Kuh ausgeht. Ja. Ich habe gesagt, dass wir die, wenn wir die Sozialgesetze der Bibel richtig verstehen, dann kommen wir in die Nähe des Sozialismus. Wir sind ja Torah Vavoda. Ja. Wer in seiner Philosophie, die ich hier nicht definieren will, hat das verurteilt. 32 war unser Bundestag in Magdeburg. Ich habe davon gesprochen, dass wir auch Gemeindearbeit machen müssen. Nicht alles nur auf Palästina setzen, sondern auch hier die Gemeinden stärken müssen. Das war eine große Richtigkeit und Dummheit. Richtig, weil es richtig ist. Ja, aber es war schon 34 und 32. In Magdeburg. Das war im Dezember, Weihnachten, Magdeburg 32, am 30. Januar 33, Tag der Machtergreifung. Und ihr redet wegen Gemeinde. Gemeinde, ja. So gut, ich bin kein Prophet. Ja. 34 gab es das große, die große Absage über 2 Stunden, die gedruckt ist. Wie gesagt, mit dem Zeugen von der Gestapo. Ken Wachstab. 28 bin ich nach Leipzig gegangen. Ach so. In der Sitte, das war Usus, am Rabbinerseminar. Du lernst die ersten paar Jahre Mixed, Torah in der Herz, Rabbinerseminar an der Universität. Dann gehst du 1-2 Jahre an eine Universität, machst deinen Doktor. Dann kommst du zurück und machst dann deine Endprüfung am Rabbinerseminar und bist Kulcha Kodesh wie Kodesh. Also habe ich dasselbe machen wollen. Ich habe beschlossen, ich gehe nach Leipzig. Leute, die sich ein leichtes Leben machen wollten, gingen nach Würzburg. Dort musste man wissen, hebräische Grammatik, einfach, Geschichte der Pädagogik nach dem Lehrbuch des Professors, das 2. Fach, und noch ein 3. Fach von Dissertation, Esther im Talmud, irgendwelche Sachen. Ich hatte einen höheren Ehrgeiz und ging nach Leipzig. In Würzburg am Lehrerseminar, ja? Ja, ja, das ja, ist der ja, hier ja. von der Universität. Ja, ja. Zu Professor Hans Driesch, Neovitalist, hat eine warme Empfehlung von Dr. Oskar Wolfsberg, Yeshayahu Aviad, der als unser Chagrin in Bern gestorben ist. Er kannte Driesch aus Heidelberg. Driesch hat eine antimechanistische Theorie hineingebracht von der Biologie in die Philosophie. Das sind alle Stichworte, die wo jedes Stichwort neu ausgearbeitet ja, werden muss. Und ich ging nach Leipzig aus 3 Gründen. Das erste, weil ich die Empfehlung hatte zu Driesch, mich das interessierte, weil seine Theorie des Neovitalismus gab eine Möglichkeit für einen jungen religiösen Menschen, religiös zu bleiben und wissenschaftsnahe zu sein. Zweiter Grund, ich wollte das Staatsexamen machen für das höhere Lehramt. Und das konnten Sachsen damals, wie mir gesagt wurde, nur in Sachsen machen und Preußen nur in Preußen. Auch ein Grund in Leipzig, das zu machen. Der dritte Grund, um nicht zu verachten, meine Schwester wohnt in Leipzig, sodass ich für Essen und an Freitag und an Abendbrot immer gesichert war. 3 sehr gute Gründe, ich war in Leipzig dann als Student und dann ab 33 auch Lehrer an der höheren israelischen Schule, Direktor Rabbiner Dr. Ephraim Kalebach. 35, nachdem ich 33 den Doktor, 34 das Staatsexamen gemacht habe, ging ich zurück nach Berlin. Ich wurde gewählt als Mitglied der Zentrale der Zion Mizrahi, wo inzwischen war schon Hitler. Ich ging dann in die Leitung des Mizrahi, in Leitung des Kehren Torah Voda, Leitung des Brit Halutzim Dadim, in aller Bescheidenheit als die zentrale Figur. Ich wusste genug Hebräisch, um auch etwas Hebräisch zu sprechen. Ich hatte die gleichen guten Kontakte mit den Schlechim, die aus Israel nach Deutschland kamen. Ich erwähne nur 3-4 Namen, weil sie jedes, was ich sage, ist wie ein Stecker, wo sie den Draht ja, reinstecken und dann das, eine andere Lampe beleuchten können. Sicher. Das ist schon ihre Sache. Ja. Ich gebe nur ein paar Namen. Ja, gut. Schlechim gab es allgemeine Schlechim, wie Boris Eisenstadt. Der in der ersten, der dann in der Knesset war, Baruch Asanjahu. Das war mein Lehrer. Wo? Im Seminar in Givat Shlosha. Aha.
gut, der Bauch Eisenstein. Bauch Eisenstein. Er war Schalier. Ja. Es war ein Schalier, der hieß Schertok. Der ging dann nach Australien als unser Schalier. Das alles bis 33 oder 38. Es kam, ich weiß nicht, ob er Schalier war, aber jedenfalls hatten wir einen Diskussionsabend mit Yitzhak Nussbaum, Ben Aaron heute. Das waren allgemeine Schwierigkeiten. Für Aliyah Bet kam Pino Ginzburg, der nachher in der Leitung von Zim war. Ich war mit ihm zusammen in Mosambik. Wir kommen dann noch hin, wenn wir die Zeit haben. Ja, ein bisschen nicht vom Mikrofon zu entfernen. Ja. Unser Schlechim von Britrolus im Datiim, wir hatten ein Hoh, ein Lehrgut, Jeringshof bei Fulda. Wir hatten verschiedene Arten von Hachschara, wir hatten Bate Chalutz dann in Leipzig, in Nürnberg, in Hamburg, ich kann über jedes noch etwas erzählen. Ja. Bate Chalutz, Schlechim, die wir hatten, die nicht der Reihe nach, Moshe Cohen von Kibbutz Yavne, der ein geborener Holländer war, seine Frau, eine Kalachheim aus Berlin. Wir hatten einen Schliach Moshe Una, Sohn des Oberrabbiners Una, Mannheim, F1-11, der in Kibbutz Eliyahu und der Zwie und dann in Eliyahu war, über 20 Jahre in der Knesset, Vorsitzender des, gewisse Jahre, des Ausschusses für Gesetzgebung, interessiert in Pädagogik, vor allem Ideolog des Kibbutzatim, des religiösen Zionismus. Wir hatten David Intrilligator, in Hebräisch Peter Je, aus Kovno, der Agrikultur studiert hatte, dann in Kibbutz Yavne war. Wir hatten Rudi Herz aus München, Kibbutz Yavne. Yavne war der einzige Kibbutz, den wir damals hatten. Ja. Und deshalb ist das nicht nur die Mutter des religiösen Kibbutzwesens, sondern auch die Mutter der Schlichim, ja, die zu uns nach Deutschland kam. Jetzt sind wir 1935, ich bin jetzt wieder in Berlin. Ich werde hineingewählt, 36, in den geschäftsführenden Ausschuss der zionistischen Bewegung. Zudem gehört auch das Palästinaamt, aber unser Vertreter im Palästinaamt war zuerst Alexander Adler, Sohn des Arztes Adler aus Lübeck, einer der ersten Israelisten 1994-1996, der dann pädagogischer administrativer Direktor war in Fahanodati, als Nebenfach Hasidim, vis-à-vis von Yagur. Also bin ich in der Leitung des im Geschäftsführenden Ausschuss der zionistischen Vereinigung in all diesen Dingen. Ja, also wie lange sind Sie dort geblieben? Ich bin zu einer gewissen Zeit, der Vorstand war noch Siegfried Moses, der dann hierher kam, der war hier in Dina. Dann war Cohen, wie hat er geholfen, auch der dann hier in Mangelon am Dina war. Dann Direktor des Beit Cholim in Jaffa. Ich bin in Berlin, in der Leitung des Bachat und der verantwortliche Mann. Es kam der 9. November. Niemand hat das voraussagen können. An diesem, vorher war schon, die Polen wurden abgeschoben im Oktober. Darunter meine Großmutter nach Stanislau. Meine Schwester aus Leipzig, verheiratet mit einem polnischen Staatsangehörigen, abgeschoben nach Bonschin. Der spätere Rabbiner von Naria, Dr. Keller, abgeschoben nach Bonschin. Und so weiter und so weiter. Ich habe darüber sehr interessante Erzählungen. Wollen Sie es nicht haben? Sie wollen den großen Rahmen haben. Und, aber wir hatten immerhin noch unser Bate Chalutz, unser Einzelhachschra, Mittlernhachschra, unser Yeshiva in Frankfurt am Main, der Rabbiner Dr. Jakob Hoffmann, in der großen Gemeinde, das ist alles noch Chazi-Business, das ist Chazi-Business. Ja, es geht noch. Ja, irgendwie. Ja, ja. Den ganzen Umfang mit den Vernichtungsplänen hat niemand daran gedacht. Nun, es kommt der 9. November, da wurde die Sache schon brenzlig. Ein Teil der Chavarim, die mit mir waren, wollten schon direkt nach Israel. Ich habe gesagt, ein Kapitän verlässt mich das Schiff. Ich habe eine Art Neder, ein religiöses Gelübde gemacht,
solange jeder, ich werde Deutschland nicht verlassen, solange es noch jemanden gibt, der bei uns am 9. November in der Achshara war. Diese Leute muss ich noch herausbringen, also unterbringen. Dann kann ich fahren. Alle anderen sind weg, ich bin geblieben. Wir haben uns dann bemüht, die Leute rauszubringen. Die kommen dann zu mir zurück. Ja, aus ganz Deutschland oder nur die? Also, aus ganz Deutschland? Ja, ganz gibt's Deutschland. Ja nichts anderes. Ja, naja. Gibt ja nichts anderes. Sorry. Also. Die Schlacht, ich habe Erfolg gehabt und noch mit der Hilfe von meinem alten, guten Freund, Händler, Magdeburg, kennen uns seit 1931, der saß in London. Er hat ein Telegramm von mir bekommen, nach November 1938 nicht zurückzukommen nach Palästina, sondern in London zu bleiben, etwas aufzubauen. Er hat damals organisiert für hunderte von Leuten entweder Agricultural Labor oder Haushilfe. Und so konnten Jungs und Mädchen rauskommen. Die letzten, die ich nach England schicken konnte im Sommer 1939, waren dann die ersten, die den Kibbutz-Lavie hier bei Syria gegründet haben. Ja. Leute, die ich nach Dänemark schicken konnte, wurden gerettet, als die dänischen Juden gerettet wurden. Leute, die ich nach Holland schickte, sind umgekommen. Beim 10. Mai 1940, als die Maginot-Linie in Holland und Belgien überrannt wurden. Jetzt spreche ich. Und Gruppen mit der illegalen Alia und so weiter? Ja, natürlich. Wir hatten Pino Ginzburg und wir waren da auch. Und Alia Tanoa. Und Alia Tanoa, ja. War auch in der religiösen, ja. Jüdische Jugendhilfe, wie es hat. Seit damals haben wir kooperiert zusammen mit Georg Josefthal. Ja. Eines Tages kam der Gestapo-Mann, sagt, das hat keinen Sinn, es gibt hier den Hechalut, es gibt Hechalut in Tatim, wir brauchen das, keine zwei verschiedene Organisationen. Zusammen. Und ich habe angefangen mit dem Diskutieren, unser Schabbat ist anders, unsere Diät ist anders, unser Beten anders und so weiter und so weiter. Wir beten anders und so weiter und so weiter. Worauf, nach einer langen Diskussion kam mir eine Idee. Rufen Sie Hachshara, sage ich, heißt der Berufsvorbereitung. Rufen Sie Josefthal Berufsvorbereitung 1 und mich rufen Sie Berufsvorbereitung 2. Hat er akzeptiert und so konnten wir weiterarbeiten. Ich habe, nachdem das alles irgendwie grundlegend von mir organisiert war, habe ich bekommen und gebeten und erhalten ein Zertifikat, um nach Israel fahren zu können. Da ich aber ein echter Doktor war, schon seit 1933, konnte ich nur ein Zertifikat bekommen als Research Fellow, Forschungsstudent, ja. Und bin entsprechend am 28. oder 30. April 1939 hier angekommen. Ah. War aber bestimmt, dass ich sofort wieder zurückfahre. Und ich hatte auch vorher schon Rechnung bis August vorbereitet, Quittung, Geld bekommen, Geld genommen, damit das Mädchen das Büro führt, sagen kann, wovon sie lebt und so weiter. Das war ziemlich schwarz, fast ultraviolett. Wurde zurückgeschickt, um die Arbeit der Auswanderung von unseren Leuten weiterzuführen. Und fuhr dann Ende Juli, Anfang August nach Genf zum Zionistischen Kongress. Ich war beim Zürcher Zionistischen Kongress 1937 gewählt geworden als Mitglied des Zionistischen Aktionskomitees. Wurde wiedergewählt 39 in Genève, wurde wiedergewählt 46 in Basel, 51 wurde ich nicht wiedergewählt, weil ich ja Minister war, jetzt bin ich wieder im Zionistischen Aktionskomitee. Ich fuhr zurück nach Deutschland, fuhr zum Kongress nach Genf, inzwischen fing der Krieg an. Weizmann verabschiedete sich, wir alle weinten, niemand wusste, wann man sich wiedersehen wird. Ich sitze in Genf. Ich bin in der Zentrale, der Europäischen Zentrale der illegalen Alia. Ja, Sie haben erwähnt, dass Sie gerade am 15. März in Prag waren. Ja, das war ein Teil meiner Arbeit, ja. Bis 1939. Ja. Vertretung der Organisierung von illegalen Transporten, Vertretung der Fans, unsere Leute zu viel weggestellt werden, nur die Peinigen, die Zertifikate bekommen. Da gibt es sehr, sehr schlimme Erzählungen darüber.
Und das, meine Reisen habe ich dann nicht erwähnt. Das heißt, Sie wollen eine Biografie von mir haben. Und ich bin in der Zentrale der illegalen Aliyah in Genf. Sie wollten erst keinen Mizrachisten da drin haben, aber dann kam die Anweisung von ihr, wir waren bei Nachum Goldmann ganz am meisten hinher. Die Maschinen wurden in ihr Feld. Italien tritt in den Krieg ein. Woraus folgt, dass man jetzt keine Juden aus Deutschland herausbringen kann, dass man keine Juden nach Palästina hineinbringen kann. Also muss man zurückfahren. Für die Kollegen in der Zentrale war es leicht, denn sie hatten einen britischen Passport, Mandat Palästina. Ich hatte einen schönen deutschen Passport, mit einem schönen großen J auf der ersten Seite Jude. Und da gibt es kein Visum. Ich stand auf Wohnsitz Berlin. Aber für 100 Dollar bekam ich einen polnischen Pass. Ach. Machen Sie mal aus. Also mit dem polnischen Pass. Für 100 Dollar habe ich den polnischen Pass bekommen. Und wir alle damals, die 4, 5, 6 Chazarin, die arbeiten in der Zentrale, plus ist einer, Mordechai Orenstein, der nachher Mordechai Orenstein, der war Vertreter der Mapam. Und noch einer, Friedrich Rubinstein von einem Kibbutz Al-Yazir von Jakob, Mayan Zvi. Es wurde beschlossen, wie kommt man von Genf nach Israel, der kürzeste Weg. Man fährt von Genf westwärts bis Lissabon, steigt in ein Schiff ein, ein neutrales Schiff, wie ein japanisches zum Beispiel, das nach Port Said fährt und dort mit der Eisenbahn über Kantara nach Hause. So sind wir plötzlich in Lissabon. Überlaufen die Stadt von Flüchtlingen, kein Hotelzimmer, Pensionen haben sich aufgemacht, da musste auch das Essen mitbezahlen, ich musste das Treffen Essen mitbezahlen, wo ich nur Brot mit ranziger portugiesischer Butter esse. Meine Fleischportion hat Mordechai Oren aufgegessen jedes Mal. Und wir warten und wir haben schon ein Ticket für ein japanisches Schiff, das nach Japan über den Suezkanal fährt. Und dann wurde Tel Aviv von den Italienern bombardiert. Ein Kind von Professor Jakob Katz wurde getötet. Jakob Katz von der Universität von Leo Beck. Ein Kind wurde getötet. Das wusste ich nicht. Ja. Und bei der Bombardierung von Tel Aviv. Und das japanische Schiff bekam Order, nicht über den Suezkanal, sondern über den Panama-Kanal nach Hause zu kommen. Ganz kurz. Ja, zum Glück haben sie uns das Geld zurückgegeben. Was macht man? Also die Weisen von Zion, wir haben beschlossen, wir fahren mit dem erstmöglichen portugiesischen Schiff, neutraler Boden, nach Mosambik. Und von Mosambik aufwärts mit Schiff bis Port Said, so rum. Also wie kenne ich das See, macht man das See. So war es denn, ich bin in Mosambik angekommen, 2 Tage vor Yom Kippur. Die Synagoge war offen. Ich war dann 7 Wochen in Mosambik bei einer deutschen jüdischen Familie, die für mich für 3 Pfund, englische Pfund damals so ein halber Naden schon, die Schirr gekauft haben. Meine Diät war Sardinen, Eier, Kartoffeln, Kartoffeln, Sardinen, Eier, 7 Wochen lang 10 Kilo zugenommen. Bis dann ein Flugzeug kam, das uns über Bairam, Mombasa, Dar es Salaam, Nairobi, Entebbe, Kampala, Sudan nach Tveria brachte. Ja, es gab so ein Flugzeug. Es gab nur solche. Ja. In Israel und in Afrika gab es keine Airfields. Ja. Also musste man Hydroplan, Wasserflugzeug. Ah, ja. Wasserflugzeug. Ich komme an in Tveria vom Flugzeug mit einem kleinen Tank und man die Koffer ans Land. Ich habe nur 5 Pfundscheine. Ich gehe rein, ein Geschäft zu wechseln, um den Porter zu bezahlen. Sagt mir der Jid dort, wer hat in Tveria Geld für 5 Pfund zu wechseln? Oh, also ich das muss war aber bezahlen. Sagt er, geht's? Ja. Sagt er, geht's rein in Eget, wir haben sicher. Ja. Punkt. Jetzt kriege ich den Artikel. Gut, also wir kommen an. In Tveria. Wer hat in Tveria 5 Pfund zu wechseln? Ja, und das ist schon nach Anfang des Krieges. Das war am 5. Dezember 1940. Ja. Also jetzt braucht man ein paar Mosen und man muss ein Dach über den Kopf haben. Ja. Also mein erster Weg führte mich
mit dem Koffer in der Hand von Tverja in Fahanor Dati. Also man fährt bis Jagur, dann läuft man zu Fuß noch bis Fahasidim mit dem Koffer, dann steigt man noch auf in Fahanor Dati, wo ich einer der Mitgründer bin. Das sollte eine Art religiöses Entschämen werden. Aber es ist schwer geworden. Warum nicht? Viel besser. Ja. Das heute 400 Schüler, ja, darunter Äthiopien und Russen. Ich war dort, denn der Direktor Eugen Michaelis, der das Staatsexamen für das Lehramt in Hamburg noch gemacht hatte und Lehrer an der Talmud Torah Realschule war, war einer meiner besten Freunde. Und dort ging ich nach Jerusalem. Und übernahm das Zimmer meines Freundes Dr. Eisner, mit dem ich zusammen gelernt hatte, in der King George, vis-à-vis der alten Knesset heute, und suchte Arbeit. Das war schwer. Ich gab kein Geld. Ich bemühte mich um viele Sachen, ich ging zu Ravenna, Berlin. Und Lehrer waren genug da, hatten keine gebraucht. Hier am Bezirot Mizrahi, der Direktor sagt, ich liebe dich, ich weiß, wer das ist, ich habe kein Budget. Malé Schule, kein Budget. Mizrahi Lehrerinnen-Seminar. Ich sitze beim Direktor Dr. Seidel. Zweimal wurden wir unterbrochen. Die Frau von einem Lehrer kam und sagte, er hat schon 3 Monate kein Gehalt bekommen. Sodass ich Seidel sagte, wenn ich nicht gewusst hätte, dass das nicht vorbereitet wäre, hätte ich gemeint, sie haben das inszeniert, um mir zu zeigen, dass ich ein Budget habe. Die Kiste, ich suchte Arbeit und fand mich. Zufällig hörte ich, dass man am Herzl-Gymnasium, ich bin jetzt schon im Sommer 41, ich habe inzwischen an der Universität gehört, dass man am Herzl-Gymnasium einen Talmud-Lehrer sucht, was ich mich interessiert habe, und irgendwie habe ich die Stelle bekommen. Halbe Stelle. 7 Pfund. Und dann sagt mir Bogaschow, wir lieben dich, deshalb kriegst du das Sefidjoka voll, ein ganzes Pfund, nicht ein halbes. Dann war ich 5 Jahre von 41 bis 46, dann ging ich wieder nach Paris Headquarter, Overseer von allen unseren religiösen Städten in den Flüchtlingslagern in Europa. Das Gemüse, die deutsche Kultur brauchen Sie auch noch? Ja, sicher. Ja, ich möchte noch 2 Sachen. Also, Sie sind dann sehr tätig geworden im politischen Leben. War schon vorher. Ja, aber eben nach der Gründung des Staates und so weiter sehr, sehr tätig. Jetzt haben wir auch viel gehört von den Jekes, die da angekommen sind, Ende der 30er Jahren. Anfang 40er Jahren, dass sie... Anfang der 40er ist keine Naja, nein, ich eben im Leben hier schon, dass sie sich sehr ausgeschlossen gefühlt haben aus dem politischen Leben, hiesigen politischen Leben. Und das hat sie dann dazu gezwungen, mehr oder weniger, eine politische Partei aufzubauen, diese Aliyah Hadasha und so weiter. Haben Sie, dass eben die russischen und die polnischen Juden haben Sie da nicht zugelassen zur politischen Tätigkeit? Nein, also die deutschen Juden im Allgemeinen. Also wie haben Sie das erlebt oder Sie das gesehen? Die erste Antwort ist, ich habe das überhaupt nicht erlebt. Ja. Sie müssen ja verstehen, dass jemand, der Mizrahi ist, schon seine jüdischen Wurzeln schon ganz früher bekommen hat. Wir waren doch der Bewegung verbunden. Ich kannte schlecht, aber jedenfalls ich sprach Hebräisch, mit jeglichen Akzent. Aber wir waren natürlich willkommen. Wir organisierten uns um den religiösen Kibbutz herum. Kibbutz Yavne war eine Gründung der Jekes. Die anderen Kibbutzgruppen, Nachschargruppen waren meistens aus Deutschland, etwas aus Polen. Das war ein guter, starker Kern. Die konnten bis vor etwa ein Jahr in Jagne sehr viel Deutsch hören, in Seljau und Stuchot, sagen wir, meine Kutten,
Schwiegervater meiner verstorbenen Tochter ist aus Freuden. Wir haben sofort auch auf Deutsch Kontakt, alle Jahre. Kein Problem. Der ganze Kibbutz-Tati, die allerersten sind da. Also, wir haben nie diese Y-Gruppe. Das Ein, Alia, ja, Alia, ja. Hat man gerufen, Y. Y. Das hat uns nie interessiert. Das waren keine religiösen Juden, die von weit weg her kamen. Wir kamen von inwendig. Wissen Sie, wenn Sie religiöser Jude sind, haben Sie ja sofort Ihre Synagoge. Ja. Die dreimal am Tag oder einmal im Schabbat. Sie sind irgendwie drinnen. Sie können vielleicht an der Seite stehen, aber sich nie abgestoßen fühlen. Also in aller Fremdheit bei dieser Sache. Ich hatte es nie betroffen. Ich habe sehr viele deutsche Juden gesehen, die ihren Standort hier gut gefunden haben. Die juristisch Ausgebildeten, im Nachhinein der Staatsgründung von Pinchas Rosen, alle Referendare, Assessoren und dergleichen. Und die Kritiker, kein Zufall, dass neben Salomo Moses deutsche Juden waren. Ja, aber eben Pinchas Rosen selbst war also... Hat es probiert mit Landauer. Ja, wenn Landauer am Leben geblieben wäre, weiß ich nicht, was passiert wäre. Aber nehmen wir ein anderes Beispiel, das natürlich viel schichtiger ist, viel mehr Schichten hat. Das Beispiel von Achim Goldmann, der keine Lust gehabt hat, hier zu sein. Ein Weltmensch war, Kosmopolit. Und auch in seiner Aussprache Kosmopolit. Ja, er sprach mit dem selben Akzent. Er hat 12 Sprachen mit dem selben Akzent. Kosmopolit. Ja. Er hätte hier Schwierigkeiten gehabt, denn er hätte wahrscheinlich kollidiert mit Ben-Gurion. Aber Scharet hat seine Schwierigkeiten gehabt mit Fiji und Moshe Sneha auch. Ja. Also nie erlebt so etwas, eine Konkurrenz. Ja, weil sie eigentlich auch deutsche Jude, aber auch etwas Ost-Jude. Moshe Una, ein Esther Jeke, sein Vater Rabbiner in Mannheim, sein Urgroßvater Rabbiner in Würzburg, der berühmte Bamberger in Würzburg vor 130 oder 40 Jahren. Jeke, bin Jeke, bin Jeke, bin Jeke. Aber nie als Jeke etwas erlitten. Ja, also, und jetzt ist die Kultur. Also, was haben Sie mitgebracht und was haben Sie erhalten von der deutschen Kultur? Und was, also, wie hat sich das irgendwie homogenisiert mit der jüdischen, mit der israelischen und so weiter? Zunächst mal in der Weltanschauung gehöre ich zu dem Lager Torah in der Heretz. Das von Shimshon Rafael Hirsch genutzt wurde, geprägt ist ja schon verkehrt worden. Ja. Aber Hirsch hat die Aguda-Ideologie geschaffen, wo er ist 1888 gestorben, der Aguda ist 1912 gegründet. Aber die Austrittsideologie der Gemeinde in Frankfurt am Main, leider die Austrittsideologie hat man übernommen bei den Haredim, die Toren der Herz-Theorie hat man weggestellt. Also für mich war die Synthese, oder zumindest die Symbiose zwischen allgemeiner Kultur und religiöser Tradition, nie in Frage gestellt als Prinzip, manchmal schwierig zur Realisierung. Also ich möchte so sagen, bis zu meinem 18. Lebensjahr, ich spreche jetzt von mir, also muss ich mich erwähnen, ja. Es gibt keine technische Möglichkeit, das anders zu machen. Bis zu meinem 18. Lebensjahr gab es kein wichtiges Werk der Weltliteratur. Weltliteratur heißt Frankreich, England und Russland, das ich nicht gekannt habe. In deutscher Übersetzung. Tolstoi, Dostoevsky und so weiter. Sie wollen Shakespeare, sie wollen Frankreich und so weiter, sogar Spanien, Cervantes, wenn sie wollen. Das alles. Und ich würde sagen, außer den beiden Rabbinern, den liberalen Winter und den orthodoxen Horwitz, den Dayen, war ich der größte Talmudrochen in meinen Städten und ich muss rückblickend auf meinen Vater zu seinen Gunsten sagen, wir hatten ein Bücherschränkchen mit hebräischer Literatur. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele, damit Sie wissen, dass ich schon geimpft hierher kam. Mhm. Nicht geimpft, das ist richtig, ich wurde schon mit gewissen Vitaminen versehen. Mein Vater hatte kleingedruckte 12 Bände von Talmud. Mein Vater hat für mich gekauft
Malvin, der berühmte rumänische Kommentator zu Tanach. Er hat von mir gebracht ein Bio von Mendelssohn aus Berlin, gedruckt bei Monash 1839 in Kotoschin in Posen. Das war bei uns zu Hause. Ja. Minorat Hamoao, Schuchenor, der Schuchenor vom Rabbi von Ladi, der Lubavischer Schuchenor, das gab es bei uns zu Hause. Sehen Sie? So bin ich aufgewachsen. Ich habe keinen Balbos, der dieselben jüdischen, hebräischen Sachen gehabt hat wie ich. Und von der dann von der Universität natürlich ein abgeschlossenes Wissen, gerundet, mit Hashkafat Olam, mit spezieller Betonung auf die jüdischen Philosophen, bis zu Rav Kook. Und von der Moderne, also wir haben schon erwähnt, Bialik und so weiter. Ja, bei mir hört es fast auf mit Bialik, Czernichowski, Szymonowicz, der so ganz moderne interessiert mich nicht mehr. Genau wie in der Musik gehe ich Maximum bis Schumann. Die atonale Musik interessiert mich nicht mehr. Aber eigentlich, also die Jahre, die Sie jetzt hier gelebt haben, haben Sie schon nicht diese hebräische Literatur mitgemacht? Wie heute, mir ist sehr schwer in meinen Augen. Schöne Literatur zu lesen. Wenn Sie Innenminister sind und so viele unsinnige Dekrete jeden Tag zu unterschreiben haben, haben Sie keine Zeit. Mit Mühe und Not kann ich noch manchmal einen englischen Kriminalroman lesen. Das nimmt auch schon lange Zeit. Meine Damen, wenn Sie weiter Fragen haben, kommen Sie wieder. Genug für heute? Gut, also jetzt machen wir Schluss. Wir werden nicht über die ganzen Jahre von der Tätigkeit, also das ist schon das neue Leben, ja. Gut, also ich danke Ihnen. Ich muss noch hinzufügen, ja, dass ich meiner Frau eine echte Gefährtin habe. Ja. Das sind zwei Welten, die zusammengekommen sind. Sie ist in Hebron geboren. Mhm. Beim Programm in Hebron wurde sie, ihr Vater und ein paar Schwestern von Arabern gerettet. Ihr Bruder und die Familie des Bruders, fünf Personen, wurden durch Araber getötet. Mhm. Hier haben sie die ganzen Human Probleme in den Abschalten. Ja. Araber töten, Araber retten. Ja, nein. Aber sie, erstens hat sie Jiddisch, kann sie Jiddisch, ein Geschmack im jüdischen Jiddisch. Ja. Rettet sehr, sehr guten Jiddisch. Ja. Jetzt hat sie Röche. Ja. Und zweitens, sie war Lehrerin, das müsste man vielleicht erwähnen, ich gebe Ihnen dann noch einen literarischen Hinweis. Sie war Lehrerin an der orthodoxen Moria-Schule in Tel Aviv, die gegründet wurde von deutschen Juden für deutsche Juden. Ja. Der nicht nur deutsche Juden, aber doch viele. Und so, wenn die Eltern kamen, die Eltern sprachen Deutsch, meine Frau sprach Jiddisch, die kamen zueinander. Und jetzt spricht sie ein sehr gutes Jiddisch. Später sagen sie sogar mit sächsischen Anklang, aber das muss nicht stimmen. Kann ich noch eine kleine Frage? Glauben Sie, Sie haben etwas an Ihre Kinder und vielleicht auch Enkelkinder etwas von der deutschen Kultur weitergegeben? Enkelkinder ist schon sehr weit. Schon sehr weit, ja. Meine Kinder, meine verstorbene Tochter wusste Bescheid, sie ist an einem Krebs gestorben, 93 im Sommer, sie war sehr gut in Sprachen und dergleichen. Die andere Tochter ist Ärztin, bin ich zu sehr interessiert. Respekt für deutsche Kultur haben sie. Ja. Das Wort Dresden sagt ihnen noch etwas. Mein Sohn versteht ja auch etwas von diesen Dingen. Dresden als allgemein und deutsche Kultur, ohne sie zu kennen, sind sie dafür. Ah, ohne sie zu kennen. Mir hat Professor Böhm, der damals sehr maßgebend war bei den Wiedergutmachungsverhandlungen, er hat mir einmal gesagt, haben Sie keine Rachegefühle? Worauf ich ihm gesagt habe, hören Sie, ein Teil meiner Bücher ist angekommen. Ich habe noch die Volksausgaben für 3 Mark, 2 Mark, Goethe, Schiller. Ich habe noch Schiller ein paar Bände, 1838, gedruckt in der Kottaschen Verlagsbuchhandlung. Das wird vielleicht für die Professorin etwas sagen. Und ich habe das noch. Die Kinder können das nicht lesen. Das ist meine Rache. Ja. Ah, das ist die Rache. Gut, also Dr. Burg, ich danke Ihnen und Sie präsentieren sich noch einmal dazu. Gut, danke. Also
Erzählen Sie mal schnell über den... Also es wurde ein Film mit mir gemacht von der israelischen Television, Redaktor und Regisseur, oder wie Sie das rufen, Yehuda Yaniv. Das wurde hier gezeigt, ja, Hebrid mit ja. wenigen Worten in ja, Deutsch, und dann ein Leipzig, Dresden, Berlin. Und dann hat gleichzeitig für die deutsche als freier Unternehmer Peter Zahn ja. einen Film gemacht, Dr. Burg in Dresden. Peter Zahn ist eine berühmte Televisionsfigur, Organisator und Interviewer in der deutschen ja. Television, speziell nach dem Krieg. Ja. Und das wurde gezeigt in Deutschland mit dem Titel Shalom Dresden. Wissen Sie an welchen Rundfunk? Ja, ARZ gibt es sowas, ARZ 1, irgend sowas. Ja, ARZ, ja, 1, ja. Das wurde